Am Donnerstag kommt der wohl bekannteste Videospielcharakter erstmals auf die Smartphones und Tablets. Es geht heute natürlich um Mario und das Spiel Super Mario Run. Leider wurde das Free-to-Play-Konzept in den letzten Jahren immer beliebter und ist heute auch vor allem auf dem Smartphone-Markt sehr stark vertreten. Deswegen kam die Nachricht, dass Super Mario Run eben kein Free-to-Play-Spiel wird, sondern ein Premium-Spiel, sehr überraschend, aber vor allem auch erfreulich. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, hier nochmal kurz das Konzept, das Super Mario Run vertritt. Und zwar könnt ihr euch das Spiel zwar kostenlos dann am Donnerstag runterladen, aber ihr könnt dann eben nur ein paar Level ausprobieren. Und dann könnt ihr eben den Rest des Spiels freischalten, indem ihr einen Betrag von 9,99 € per In-App-Kauf tätigt. Das heißt, das Ganze ist quasi kostenlos runterladbar, das heißt wie eine Demo, und dann, wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es dann eben komplett freischalten. Und dieses Konzept ist eben das Konzept, hinter dem wir völlig stehen, und zwar das Konzept der Premium-Spiele. Das kennen wohl viele auch gar nicht mehr, so wie es aussieht. Und zwar, dass man dann eben einmal für ein Spiel zahlt, und zwar nur einmal. Und hier jetzt zum Beispiel die 9,99 €. Und dann kommt man eben in den vollen Genuss, das komplette Spiel zu spielen und nicht ständig irgendwelche Sachen nachkaufen zu müssen, damit man weiterkommt oder schneller weiterkommt oder wie auch immer. Und da, wie gesagt, die Free-to-Play-Spiele in den letzten Jahren immer beliebter und leider auch erfolgreicher wurden, ist es sehr erstaunlich natürlich, dass Nintendo jetzt nicht diesen Weg gegangen ist, sondern mit Super Mario Run den Premium-Weg einschlägt. Dass Super Mario Run ein großer finanzieller Erfolg für Nintendo wird, daran zweifelt wohl kaum einer. Nur die Frage ist, wie groß der finanzielle Erfolg letztlich wird und ob es vielleicht nicht noch erfolgreicher geworden wäre, wenn es auf dem Free-to-Play-Konzept basieren würde. Und das ist jetzt eben auch der interessante Punkt an dem Spiel, denn sollte das Konzept sehr erfolgreich werden, kann es natürlich sein, dass die anderen Spieleunternehmen sich daran ein Beispiel nehmen und selber wieder mehr Premium-Spiele produzieren. Denn sie werden diese Entwicklung sicherlich sehr genau beobachten und auch analysieren und dann eben einschätzen, wie erfolgreich vielleicht das Ganze für sie werden könnte. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Spieler am Ende das Spiel natürlich unterstützen und vielleicht auch wieder merken, dass die Free-to-Play-Spiele eigentlich gar nicht so gut sind und es vielleicht auch mal lassen, die zu spielen oder zumindest die nicht mit Geld weiter zu unterstützen. Das ist natürlich unsere Hoffnung, dass so der Free-to-Play-Markt vielleicht kleiner wird und sich wieder mehr Unternehmen ja für Premium-Spiele entscheiden und die dann auch letztlich produzieren. Vor allen Dingen natürlich der Preis von Super Mario Run mit 9,99 € ist natürlich nicht so niedrig und deswegen sicherlich auch spannend, ob die Leute sich das letztlich dann auch, ob sich das so viele auch letztlich kaufen werden. Denn viele werden sicherlich dann auch schon von dem relativ hohen Preis abgeschreckt sein. Somit könnte Super Mario Run sogar zu einem Wendepunkt in der mobilen Spielebranche werden. Wir hoffen das natürlich. Vor allem, dass ihr als Spieler das Premium-Modell wieder für euch entdeckt oder auch jetzt zum ersten Mal merkt, dass das Ganze eigentlich viel besser ist als das ganze Free-to-Play-Gedöns da. Denn es scheint ja so, als hätten viele noch gar nie ein Premium-Spiel gespielt und sich auch gar nicht dafür interessieren, sondern sie wollen eben nur die Free-to-Play-Spiele, weil die anfangs kostenlos sind. Aber dann letztlich kosten sie euch dann sowieso viel mehr. Deswegen kauft euch Premium-Spiele, denn letztlich entscheidet ihr, was produziert wird. Falls ihr euch für unsere Meinung zu Free-to-Play-Spielen und damit unmittelbar verbunden die Geschichte der App-Stores interessiert, dann klickt auf jeden Fall auf den Link in der Videobeschreibung, denn dazu haben wir schon ein sehr ausführliches und informatives Video gemacht.